Gut, die Sportvereine, es gibt noch mehr außer dem ERCI und dem FC 04, die überregionale und nationale und internationale Bedeutung haben, die werben für unsere Stadt. Man setzt sich mit unserer Stadt auseinander. Viele Fans reisen her, die übernachten hier, die gehen in die Stadt. Also ich denke, das ist schon etwas, auf das wir stolz sein können. Und ich freue mich, dass unsere Vereine so erfolgreich sind. Besonders in diesem Jahr natürlich der ERCI, der zu seinem 50. Geburtstag sich selbst, glaube ich, das schönste Geschenk macht. Was kann und was tut die Stadt für die Sportförderung und die gesamten Vereine in der Region? Also ich glaube, dass man wirklich sagen kann, dass Ingolstadt eine Sportstadt ist und dass auch die Politik und der Stadtrat viel für den Sport tun. Zum Beispiel stellen wir ja sehr gute Sportanlagen zur Verfügung. Wir bauen gerade das Sportbad. Wir haben Ballspielhallen wie keine andere Stadt gebaut in den letzten Jahren. Wir fördern die Übungsleiter, wir haben Sonderprogramme zum Beispiel für die Sportvereine, wenn sie ihre Anlagen energetisch sanieren oder wenn sie zur Bewässerung der Rasenflächen Grundwasser nehmen. Also es gibt sehr viele Förderungen, weil wir dankbar sind für das großartige ehrenamtliche Engagement, das in den Sportvereinen geleistet wird. Abschließend noch die Frage, sind Sie selber öfters auch beim ERC oder beim FC Ingolstadt im Stadion und wie werden Sie die Finalpartien des ERC Ingolstadt verfolgen? Also ich bin immer wieder mal sowohl in der Saturn Arena als auch im Audi Sportpark und verfolge das mit großem Interesse. Ich habe auch schon für nächste Woche Dienstag Karten da liegen und werde auf jeden Fall dieses Spiel sehen. Vielleicht ist es sogar das letzte Spiel vor der Meisterschaft für die Ingolstädter.